Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Eckladung mit zwei im neuen Kart. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir. Da waren wir in der letzten Arena. Da waren wir im letzten Part in der Arena und haben den Feuer-Arena-Leiter herausgefordert. Haben ihn auch gleich besiegt und den dritten Arena-Orden erhalten. Weiter soll es heute gehen. Richtung nächsten Orden. Naturzone wurde schon angekündigt. Da wollen wir heute hinaufbrechen. Ja, treten wir vor die Tür und gehen weiter ins Abenteuer. Das Abenteuer geht Stück für Stück weiter. Auf einer Clown City. Ja, und ich hab's schon erwartet. Hab ich mir schon gedacht. Dass gleich das nächste Stück Abenteuer hier vor der Tür wartet. Da ist der Hob. Komm, gehen wir, Zwergfürst. Huch. Der Arenaleiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden. Wow. Ha. Ich weiß. Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele der Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie die ersten drei Ohren haben. Es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerohren verlässt. Ich kann auch nicht mehr reden. Also wie immer. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Zwergfürst, Hob, mein Glückwunsch. Reife Leistung gegen Cabo zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute. Achso, das ist Jaro. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arena-Leiter, sondern auch als eure Fans. In der Tat. Um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen kleinen Fangesang für euch ausgedacht. Oh nein, singt er jetzt oder was? Ach du Schande. Hob, 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 unser Hob ist total top. Unser Zwergenfürst ist doch ganz klar. Unser Zwergenfürst ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Okay. ja. Die Arenaleiter, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch, wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena-Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter. Geht's, Zwergfürst. Klauset wartet auf uns. Okay. Durchquere die Naturzone, um nach Cloud City zu gelangen. Joa. Auf geht's in die Weiten der Naturzone. Da hast du uns wieder, Naturzone. Stärker und besser als je zuvor. Oh wei. Die liegt irgendwo da drüben, Zwergenfürst. Aha, auf der rechten Seite lang. Theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen, was ich in gewisser Weise vorhabe. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, könnten wir uns ja auch gleich stärkere Pokémon schnappen. Ja, sicherlich. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's. Ein neues Kapitel in der Legende von Hoop beginnt. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn er nun wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war dein Name nochmal? Hopsala. Du schaffst es doch nicht einmal, ein Pokéball gerade zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an.
Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Du bist wahrscheinlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf. Du gegen mich da drüben. Vielleicht musst du erst im Strunk liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das gebe ich genauso zurück, aber du lagst schon zweimal im Staub. Ich habe dich schon zweimal besiegt. Halt, hier immer noch nichts gebracht. Hast du immer noch nicht eingesehen, dass du hier eindeutig der Schwächere von uns bist. Ja, das ist der Richtige. Das sagt der Richtige. In der Kalamine 2 hat Zangfürst kurzen Prozess mit dir gemacht. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Und in der Kalamine 1 auch. Also in beiden Kalaminen habe ich dich fix und fertig gemacht. Wenn du zu schwach für meinen Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Zwergenfürst und dem Champ. Ich kann's bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Ja, auf jeden Fall mehr als du betest. Das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft, Zwergenfürst. Du kannst ruhig schon mal nach Clock City weitergehen. Wir sehen uns dort. Ja, die Naturzone. Dann durchqueren wir wohl mal die Naturzone. Ich werde hier auf keinen Fall länger Zeit verschwenden als irgendwie nötig. Also, ich werde hier schon alles mitnehmen, aber ja, den Part nehmen wir mit, aber ja, wir werden jetzt hier keine zwei oder drei Parts in der Naturzone uns aufhalten. Also, nur wenn wir was Sensationelles, ein sensationell gutes neues Pokémon sehen. Oder auch ein sensationell gutes altes Pokémon sehen, können wir das mitnehmen, aber ja, 50 Watt hier. Ich werde mich jetzt die Ewigkeiten hier aufhalten. Hier ist ein Baum. Mal ein paar Beeren mitnehmen. Kann nicht schaden. Wenigstens ist es jetzt mal Tag. Das war das letzte Mal, als es in der Naturzone war, nicht so. Und dann war leider nicht das Vergnügen, am Tag hinang zu laufen. Da musste man durch die Nacht. Durch die dunkle Nacht. Und hier haben wir wieder ein Dynawaite oder was? Oh, ein Kramor. Ja, wir haben schon die Vorentwicklung. Müssen wir nicht fangen. 300 Watt. Aha. Mitspieler suchen oder alleine kämpfen. Ich versuch's mal wieder, Mitspieler suchen. Ob das funktioniert. Zwergfuss mit Kamalm. Ah, okay, ich kämpfe also mit Kamalm. Noch 2 Minuten 50. Sucht ihr jetzt online nach Leuten oder sucht er in meiner Umgebung, in meiner Nähe? Da wird er keine finden. Ich glaube, das geht so nicht. Das wird glaube ich nichts. Ja. Dann kommen halt einfach Koms mit dazu. Oder sind das echte Trainer, die jetzt mit dazu kommen? Ich weiß nicht. Sehen so aus, als wären es kommt. Zu Rurix. Ja. Pokémon Y war der, glaube ich. Nee, Pokémon Weiß Edition. Pokémon Weiß Edition gab es den schon. Da hat das Ding, glaube ich, sogar teilweise mal ein Team mit drin. Warum nicht? Vielleicht mal Dynamax Flut. Mal Dynamaxinierung. Dynamax in der Naturzone. Ja. Dynamax schön und gut. Also in den Arena-Kämpfen in der letzten Runde, das ist schon irgendwie episch. Da macht es schon Spaß, das einzusetzen. Das taktisch auch zu nutzen. Die 3 Runden, die der Gegner dann hat. Ja, jetzt hier in der Naturzone
solche Pokémon zu fangen, die hier als Dynamax Raid auftauchen. War bisher noch nicht das Phänomenalste mit dabei. Also das, ja. Gut. Ich weiß nicht, was da dazu sagen soll. Also das ist, ja. Also ich finde es fast unnötig. Also es ist nicht unnötig, unnötig würde ich nicht sagen. Das ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ja, man kann es machen. Man muss es nicht machen. Man kann auch dran vorbeigehen. Also es ist jetzt nicht gerade. Es ist nichts, was man unbedingt mitgenommen haben müsste. Nee, ich will dich nicht fangen. Zoro ist irgendwo in dein Nest verschwunden. Okay, da gibt's ein paar wertvolle Items. Das Nest ist leer, ist aber gerade eben noch aufgeblinkt. Aha. Ja gut, dann halt wieder weg hier. Ja. Die vielbesagten Bäume hier. Ja. Die sehen jetzt auch nicht besonders aus, aber ja. Hatte ich glaube ich auch schon mal was zugesagt. Zu dem Thema Grafik. Es geht. Engine Flussufer. Oh, wir haben ein Relaxo. Das müssen wir uns fast fangen. Aber nee, wir haben schon oft genug ein Relaxo mit dabei. Zuletzt im Pokémon Let's Go Evoli. Da haben wir ein Relaxo im Team. Müssen wir jetzt nicht normal machen, nicht normal haben im Team. Ja. Ist so ein Pokémon, was ziemlich viel aushält. Und was wirklich im Team mal gut ist, aber ja. Wir beschränken uns jetzt mal auf die 8 Generations Pokémon. Das habe ich jetzt mal so entschieden. Und wir machen jetzt wirklich direkt Pokémon 8. Generation. Guck mal, aus der ersten Generation, wo die Relaxo kommen, da gar nicht erst rein. Das ist, ja. Evoli war zwar mit dabei, aber die haben auch mal weiter rausgetan. Das ist, ja. Gut. Prof besiegt. Ja gut, dann fliegen wir halt. Ist jetzt auch nicht so. Ist jetzt auch nicht so das Wichtige. Ja, eventuell mal Erfahrungspunkte zu sammeln. Da wäre es toll, aber ja, wir sammeln hier die Watz, die suchen wir hier. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen was fürs Camping leisten. Was bist denn du für ein Link? Simvolvo. Ist doch auch irgendwie. Das muss doch auch sechste, fünfte Generation sein. Ja, Level 22 gegen Level 36, das ist jetzt nicht die klügste Variante, die klügste Idee, aber na gut. Versuchen kann man es ja mal. Nicht. Okay, da wären wir weg. Ich sehe dein Item. Das hole ich mir natürlich. Den Feuerstein abgeholt. Okay. Haben wir hier überhaupt jemanden, den wir mit Steinen entwickeln können? Das Nest ist leer. Okay, die Pokémon rufen im hohen Gras. Alles klar. Ja, also ich finde es nicht schlecht, die Naturzone. Versteht mich nicht falsch. Also, ist schon ein guter Ort. Also macht schon Spaß, da durch die Gegend zu laufen. Und wenn man sich die Zeit nehmen will, wenn man da wirklich durchlaufen will und sich die Pokémon gerade auch, also wie es hier aussieht, sind hier gerade die Pokémon der anderen Generation vertreten. Wenn man sich die Zeit nehmen will und die mal fangen will, kann das ein schöner Ort sein. Also da, hier kann man halt auch wirklich schon, hier kann man ein paar Parts verbringen, wenn man mag. Kann man hier stundenlang durch die Naturzonen rennen. Und sich ein paar Schuft fangen.
Jo, ein Barschuft. Habe ich richtig in Gedanken gehabt. Richtig benannt. Kopfnuss. Oha. Dackierung. Ja, oh wei. Kann man nicht fliegen? Gut, dann bin ich weg hier. Können wir hier ein paar Erfahrungspunkte sammeln? Das wäre nicht schlecht. Ein paar Schuft besiegen, um ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Gerade weg hier. Den muss ich mal entwickeln. Ich will deren Weiterentwicklung sehen. Also, habe ich schon gesehen, als ich weiß, wie die in der Weiterentwicklung aussieht. Ich hätte das gerne im Team, das Pokémon. Das wäre schon nicht schlecht. So, einmal Pflücker noch. Als Durchblick hier. Pflücker. Ja, das hält ein bisschen was aus, das Pokémon. Den Supertrank verschwenden. Ja, muss eigentlich nicht sein. Aber gut. Kaufen wir uns neue. Biss. Ja, Bälle haben wir eh keine mehr. Wir waren in der letzten Herausforderung rausgeschleudert. In der Feuerarena sollten wir ja Pokémon fangen. Das war ja die große Herausforderung. Das war ein bisschen seltsam. Ja, da hat es uns was das ganze Team gekostet. Das ist ja auch was, ja, was sehr Sehenswertes. Also, wer das verpasst hat, sollte den letzten Part nochmal nachholen. Der letzte Part ist sehenswert. So, ein paar Erfahrungspunkte fürs Team. So, neues Level Blackie für Wendel und für Mordev. Sehr schön. Und weiter geht's. Der Kramor. Hier noch rum. Ein großer Müllbeutel. Lebender Müllbeutel. Brückental. Die Naturzone. Ah, da drüben wollen wir hin. Ich sehe es doch schon. Oh, und die Musik wird schön. Die Musik wird episch. Oha. Ganz viele Leute hier. Ein Kuhfand. Ein Kupfanti. Ein Kupfanti. Ah, ja. Ich habe mich übrigens korrigieren lassen. Es ist keine Mischung aus Kuh und Elefant, sondern ein Kupfand aus Kupfer. Kupfer und Pfand, also Kupferpfand. Trotzdem sieht es hässlich aus. Da muss man jetzt nicht fangen. Muss man jetzt nicht haben. Das ist das Pokémon, was der Liga-Präsident in der Eröffnungszeremonie in der ersten Szene im Spiel gezeigt hat. Das erste Pokémon, was uns im Spiel in die Quere kommt. Oha! Ein Geradax in seiner Galar-Form. Auch nicht schlecht. Ja, nee. Level 40 müssen wir nicht jetzt kämpfen. Das würde bestimmt einige Erfahrungspunkte bringen, aber nein, danke. Und was angeln wir hier? Was haben wir hier? Ein Carpador! Alter Bekannter! Ach, der alte Freund. Carpador. Das ist doch schön. Das freut mich doch, den zu sehen. Ein alter Kumpel. Aus Erstgenerationstagen. Na, den kennt man doch. Und guck mal, der Skoloni hatte ich den, glaube ich, sogar im Team. Und Carpador hatte ich eine Zeit lang im Team. Einfach aus Spaß. Pflücker. Dreschpflege. Was, das Carpador kann Dreschpflege? Wie, was? Wie kann das sein? Oh, okay, es ist Level 26. Das ist, ja, gut. Da kann schon sein, dass das andere Attacken als Platscher kann. Los, Pflücker! Ein paar Erfahrungspunkte fürs Team. Sind nicht viele bei einem Carpador, aber ein bisschen. Oh, da ist es, das legendäre Platscher. Nichts passiert. Hervorragend. Carpador besiegt.
Ja. Bringt jetzt keine neuen Levels. Aber gut. Oh, das sah doch aus wie ein Golini. 50 Watt. Das Nest ist leer. Okay, da kommen wir nicht ran, da müssen wir schwimmen. Was bist denn du für ein Ding? Ein hässliches Pokémon, ein hässliches Wasser-Pokémon. Oh. Was sind denn das für Dinger? Die teleportieren sich. Was sind denn hier für Pokémon? Ein Plygraulon. Okay, das kommt mir relativ unbekannt vor. Ist das 8. Generation oder? Und was ist damit los? Flickern. Können wir ja vielleicht mal fangen. Also nicht, dass wir das ins Team jetzt nehmen, aber fangen lohnt sich vielleicht mal. Dass wir mal den Pokédex-Eintrag sehen. Dass wir hier mal für den Pokédex schauen, was mit dem los ist. Nein, Blackie! Besiegt. Da wurde Blackie besiegt. Randall. Gibt es jetzt keine Erfahrungspunkte. Wir wollten es ja eh fangen. Deshalb sind die Erfahrungspunkte ja eh egal. Wie wär's mit einem Heileball? Kommst rein in den Ball. 1, 2, 3. Nice. Es blieb drinnen. In dem pink-gelben Ball. Pink-grauen angefangen. Es gibt einen schönen Pokédex-Eintrag. Na, zeig mal her. Für Pygraulon wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Typ Psycho, ein Krebs-Pokémon. Wenn es in der Nähe ist, beginnen Fernseher zu flackern und fremdartige Landschaften zu zeigen. Diese stellen angeblich seine Heimat dar. Okay. Ab auf die Box mit dir. Das ist noch ein Kupfhand. Ja, schon Dudelsackmusik. Uha, was haben wir denn hier? Ein Zwirrfinst. Na, das würde ich fast fangen wollen. Naja, ins Team mitnehmen. Wie gesagt, 8. Generations-Pokémon. Oh, Level 60. Ja, das wird nix. Ich nehme mal lieber. Angsthase wirkt. Nee, das versuchen wir nicht. Das war bestimmt relativ selten. Das sehen wir bestimmt so schnell nicht wieder. Und fangen so schnell nicht wieder. Aber ja, ich wollte mich jetzt nicht mit dem Level 60 Pokémon anlegen. Ich sammle hier lieber weiterhin Watt. Was ist da los? Schöne schottische Musik, was schon hört der Regen auf? Gibt's doch gar nicht.